Filtern mit einer Funktion. Mein Name ist Pirmin Lehner. Klar, ich könnte hier einen Filter einschalten und dann zum Beispiel nach Altwiss filtern, aber ich möchte hier Altwiss schreiben können und dann soll eine Liste automatisch hier erscheinen mit all den Fahrten nach Altwiss. Ich beginne mit gleich Filter, Klammer auf, und Excel will nun wissen, wo ist die Matrix, also wo soll Excel nachschauen. Ich markiere hier die ganze Tabelle. Es kommt schon das nächste Argument, was soll denn eingeschlossen werden, also zuerst ein Strichpunkt. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, wonach soll denn Excel suchen, hier nach dem Ort. Das ist eingeschlossen in dieser Tabelle. Und Achtung, hier soll noch stehen, gleich. Das soll dann eben gleich sein wie das, was hier vorne steht. Also klicke ich hier auf dieses Wort Altwiss. Das ist die Zelle F5, Klammer schließen und Enter. Sofort erscheint diese Liste. Natürlich kann ich jetzt hier vorne die Ortschaft ändern und zum Beispiel schreiben Sursee, Enter, und es erscheinen alle Fahrten nach Sursee. Achtung, da ist etwas komisch. Offenbar hat es das Format nicht übernommen. Stimmt, in dieser Spalte soll das Format nicht Standard sein, sondern ein kurzes Datum. So stimmt das Format wieder. Achtung, diese Liste ist nicht immer gleich lang. Jetzt ist sie 4 Zeilen lang und bei Altwiss war sie ja nur 2 Zeilen lang. Wenn hier mal etwas im Weg stünde und der nächste Filter mehr Zeilen braucht, als hier zur Verfügung stehen, dann steht hier Überlauf. Was heißt das? Das heißt, dass Excel hier zu wenig Platz hat für die Darstellung. Was macht man dann? Ich lösche einfach diese Zelle hier und dann funktioniert es wieder. Ich mache dasselbe nochmals mit einer intelligenten Tabelle. Ich klicke in die Tabelle hier links, wähle als Tabelle formatieren, nehme irgendeine Vorlage und ja, die Tabelle hat Überschriften. Okay, es wechselt hier sofort in das Register Tabellenentwurf und die Tabelle hat den Namen Tabelle 4 erhalten. Ich gebe dieser Tabelle mal den Namen Fahrten und beginne nun mit der Funktion gleich Filter, Klammer öffnen. Wo ist die Matrix? Also wo befinden sich die Daten? Die befinden sich hier in der Tabelle. Man sieht hier, das ist wiederum der Name der Tabelle. Ja, es sollen alle Werte übernommen werden. Strichpunkt. Denn jetzt werde ich gefragt, was soll denn eingeschlossen werden? Eingeschlossen sind die Ortschaften bis nach Baldeck. Und diese Ortschaft, die muss einer gewissen Ortschaft entsprechen. Also gleich, nämlich dieser Ortschaft hier vorne. Und Klammer schließen. Enter und hier erscheinen wieder alle Werte von Sursee. Und wenn ich hier die Ortschaft ändere nach Altwiss, dann erscheinen natürlich nur noch jene von Altwiss. Das war's.